Oh, Luca, der Bart ist ab. Ja, gefällt's dir nicht? Doch, ist schön glatt. Ja, man könnte meinen, ich bin ein anderer Mensch, ne? Irgendwie schon. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Sendung von Süß oder Salzig. Lange Zeit war es leider still um unser Format, aber wir sind zurück und bereit, euch mit neuen Film-Highlights zu versorgen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich nicht Luca. Der hat sein Studium an der HDM nämlich abgeschlossen. Und auch das auch erfolgreich. Aber ich bin jetzt da. Mein Name ist Eliane und Jörn gibt euch nach wie vor den fachlichen Hallo. Input. Falls ihr euch fragt, warum wir so aussehen, wie wir aussehen, nein, wir haben keine Geschmacksverirrungen, sondern wir sind einfach im Weihnachtsmodus angelangt. Yes. Und deshalb ist unser heutiger Film auch Last Christmas. Last Christmas. London in der Vorweihnachtszeit. Duftende Weihnachtsmärkte, funkelnde Straßenbeleuchtung und mittendrin die junge und tollpatschige Kate, die alles andere als in weihnachtlicher Stimmung ist. Denn in ihrem Leben läuft es zurzeit nicht so ganz nach Plan. Während sie sich als Elfe in einem Weihnachtsdekoladen ihren Lebensunterhalt verdient, stolpert sie eher weniger erfolgreich von Casting zu Casting, um ihren eigentlichen Traum zu erfüllen. Eine bekannte Sängerin zu werden. Fantastisch, fantastisch. Oh, tut mir leid, nein, 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 das war echt Verfolgt scheiße. Von einer Pleite nach der anderen, fühlt sich Kate verloren und haltlos im Leben, nachdem sie ein Jahr zuvor einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat. Durch Zufall begegnet sie dem charmanten, liebenswürdigen und auch etwas geheimnisvollen Tom. Die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Tom den Eindruck macht, alles im Griff zu haben und neben seinem Job ehrenamtlich in einem Obdachlosenheim aushilft, zieht Kate das Chaos um sich herum scheinbar magisch an. Was gibt es denn da zu sehen? Ziemlich ungewöhnlich, so ein Vogel in der Stadt. Oh, verdammt! Das heißt, das bringt Glück. Ein Scheiß bringt das. Die Treffen mit Tom scheinen jedoch etwas in ihr zu verändern und Kate erlebt ein Weihnachtsfest, das sie mit Sicherheit nie wieder vergessen wird. In den Hauptrollen zu sehen sind Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh und Emma Thompson. Regie führte Paul Feig. Wir haben solches Glück, dass wir leben. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, bei dem in den Schlaf gesungen klingt wie Waterboarding. So, bevor es losgeht, habe ich natürlich Popcorn mitgebracht. Yes. Einmal für dich, einmal für mich. Was hast du? Süß. Du bist der beste neue Luca der Welt. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, Last Christmas, bei dem Song zumindest, scheinen sich ja echt die Geister. Also falls ihr zu der Fraktion gehört, die im November schon Panik bekommt, dass das Gedudel bald wieder losgeht, kleine Vorwarnung vorab, es gibt sehr viel George Michael und Wham! Music in dem Film. Aber jetzt fangen wir mal an, Jörn. Wie hat dir denn der Film gefallen? Also die ersten 60 Minuten waren hart. Also da habe ich mich schwer durchgekämpft, weil bei den Schauspielern hätte ich mir mehr Gag-Rate erwartet, also dass mehr Lacher kommen einfach. Und die Figuren verheimlichen auch ein bisschen was und man kommt schwer rein. Aber dann, wenn man die Stunde durchgestanden hat, dann zieht er richtig an und dann wird es rührend, dann wird es verblüffend realistisch und dann auf einmal wahnsinnig fantasievoll. Aber mehr darf man eigentlich nicht spoilern. Ja, das stimmt. Die Spoilergefahr ist hier sehr hoch bei dem Film. Ja. Können wir nicht so viel verraten. Nein. Wenn ihr den Film noch anschauen wollt. Tut es. Jetzt steigen wir doch direkt in die Bewertung ein. Mhm. Kleine Änderung gibt es nämlich vorab. Die Skala geht jetzt von 1 bis 10 maximal. Okay. Und wir fangen an mit der Story. Ja, die Story, die stammt ursprünglich von Emma Thompson, der bekannten Schauspielerin, die hier die Mutter von Emilia Clarks Rolle spielt. Und ja, sie macht es sehr charmant in dem Film und ist auch sehr lustig, spielt eine osteuropäische Mutti mit viel lustigen Dialogen. Ansonsten die Story, da sie so in den ersten 45 bis 60 Minuten so dermaßen hängt, kann ich da leider nicht die volle Punktzahl geben, obwohl sie am Schluss richtig rührt, richtig hochaktuell wird und auch einen kritischen Blick auf unsere Zeit wirft und dann einen absolut fantasievollen Twist aufweist. Deswegen würde ich der Story solide 8 Punkte geben. 8 Punkte, okay. Nicht schlecht von 10. Dann machen wir weiter mit dem Cast. Ja, also der Cast ist richtig klasse. Emilia Clarke
wächst über sich selber hinaus. Sie spielt voll komisch. Sie holt absolut ihr Comedy-Talent raus. Es tut ihr, glaube ich, gut, dass man sie nicht mehr auf digitale Drachen setzt. Das hat ihr vielleicht ein bisschen Langeweile gekostet irgendwann. Jetzt zieht sie voll vom Zaun. Das ist richtig toll, was sie macht. Emma Thompson hatte ich schon erwähnt. Auch das Love Interest lächelt sehr charmant. Also ich würde sagen, die spielen alle sehr gut und ich würde dem Cast 9 Punkte gönnen. 9 von 10. Was sagst du denn zu dem Ton? Beim Ton rechnen wir ja immer die Musik mit rein. Natürlich können manche Last Christmas nicht mehr hören. Es sind Songs dabei von George Michael und Wham, die man zum Teil weniger kennt. Es ist sogar ein ganz neuer von George Michael dabei, den man kurz vor seinem Tod hatte den noch aufgenommen und den man jetzt dann so zusammengestellt hat. Also die Musik ist ganz interessant, fällt auch überhaupt nicht unangenehm auf, muss man sagen. Und ja, deswegen würde ich sagen, 8 Punkte. Und als letztes das Bild. Ja, das Bild ist solide. Kameratechnisch passiert jetzt nichts besonders Aufwendiges. Es wird die Kamera nicht neu erfunden. Die Kamera muss natürlich auch im Dienste der Geschichte stehen. Deswegen würde ich sagen, ja, so solide 7 Punkte. Ich habe den Spaziergang sehr genossen. Ich auch. Heißt im Schnitt eine Gesamtpunktzahl von 8. Ja, Jan, was ist denn dein Fazit? Ins Kino gehen, Last Christmas anschauen oder lieber auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken? Wo habe ich denn mehr weihnachtliche Gefühle? Also bevor ich die eklige Plörre trinke, gehe ich lieber in diesen Film. Also vor allen Dingen der Schluss, der macht alles wieder wett. Es sagt was über unsere Zeit aus, durchaus auch kritisch. Und es gibt eine absolute Drehbuchüberraschung. Also von daher schafft es durch die erste Dreiviertelstunde Stunde. Nette Bilder und Weihnachtssachen gibt's und dann wird es richtig knallig. Also, weihnachtliche Filmempfehlung für euch. Und was jetzt? Wir wären natürlich kein Weihnachtsspecial, wenn wir nur einen Film für euch hätten. In dem Programmteil Filme, die man gesehen haben muss oder auch nicht, aber unserer Meinung nach schon, haben wir immer verschiedene Filme aus unterschiedlichen Genres für euch. Übrigens könnt ihr abstimmen, über welchen Film wir das nächste Mal besprechen. Deshalb ganz, ganz wichtig, lasst uns einen Kommentar da. Aber jetzt gebe ich erstmal das Wort an unsere Weihnachtselfe, weil die hat einen, ja, nicht ganz typischen Weihnachtsfilm für euch. Filme, die man gesehen haben muss oder auch nicht, aber unserer Meinung nach schon. Danke, Eliane. Und zwar bin ich eure Elfe Yusuf. Heute habe ich einen besonderen Film für euch vorbereitet und zwar den hier. The Nightmare Before Christmas. The Nightmare Before Christmas ist ein Stop-Motion-Film aus dem Jahre 1993 und basierend auf einer Geschichte von Tim Burton. In diesem Film geht es um Jack Skellington, einem Skelett, Jack Skellington ist der beliebteste Einwohner Halloween Towns. Die Ambition Halloween Towns ist es quasi jedes Jahr das beste Halloween zu feiern, das sie haben können. Jedes Jahr. Darauf hat Jack Skellington aber keinen Bock mehr. Deshalb verfällt er leider in eine quasi kleine Depression. Um diese zu heilen, begeht er einen kleinen Spaziergang durch den Wald der Halloween Towns und trifft dort auf einen Baumkreis. Diesen Baumkreis sieht er mehrere Feiertage. Kurzerhand entscheidet er sich natürlich für einen Feiertag. Wie der Titel des Filmes verrät, entscheidet er sich natürlich für Ostern. Nein, natürlich nicht. Er entscheidet sich für Weihnachten. Angekommen in dieser Weihnachtswelt ist er total begeistert über die ganzen schrillenden Farben, über die ganzen Lichter, über die ganzen Frohsinn und über die ganze Atmosphäre dort. Natürlich möchte er auch diese Euphorie seinen Mitmenschen aus Halloween Town nahebringen und deshalb begeht er drastische Maßnahmen, die ich euch aber nicht zuvor verraten möchte. Schaut euch den Film an, er ist super toll. Der Film hat auch Preise gewonnen, 1994 bei den Saturn Award für den besten Fantasy-Film und für die beste Musik. Auch abgeräumt hat er eine kleine Oscar-Nominierung. In dem Original-Synchroncast ist Danny Elfman, Chris Sarandon und Catherine O'Hara. Der Film hat um die 18 Millionen US-Dollar gekostet und hat circa 3 Jahre gedauert. Das liegt nämlich daran, dass eine Minute vom Film ungefähr eine Woche zum Produzieren braucht. Weil bei einem Stop-Motion-Film muss quasi jede Sequenz, jeder einzelne Frame neu abgelichtet werden. Interessant aber auch, dass Tim Burton gar nicht der Produzent ist, obwohl sein Name fett auf dem Titel steht. Er hat nämlich kurzerhand den Produzenten
Posten abgegeben an den guten Herrn Henry Selyak, da Tim Burton mit den Anfängen von Batman beschäftigt war. Ja, ansonsten war es das von mir. Schaut euch auf jeden Fall den Film an. Es ist wirklich ein toller Film. Könnt ihr ihn auf jeden Fall angucken mit euren kleinen Geschwistern, Neffen, Onkel, Tante, Oma, Opa. Habt viel Spaß dabei. Ich gebe wieder weiter an Eliane und danke. So, danke Weihnachtselfe und zurück im Studio. Normalerweise hätten wir an dieser Stelle jetzt noch einen dritten Film diskutiert, aber wir haben uns was Neues für euch überlegt und zwar führen wir jetzt die Kategorie Prädikat prächtig ein. Und zwar sieht es ja folgendermaßen aus. Wir geben euch einen Ausblick über die Kinolandschaft und Jörn wird euch dann seine persönlichen Highlights, die ihr auf dem Schirm haben solltet, vorstellen und bei seinen Lieblingen das Prädikat prächtig verleihen. Aber heute bleiben wir unserem Sendungsmotto treu und es wird und bleibt weihnachtlich. Und er wird uns seine persönliche, prächtige Auswahl an Weihnachtsfilmen vorstellen. Also aufpassen und Weihnachtswatchlist befüllen. Also Jörn, was sind denn deine persönlichen Must-Sees in der Weihnachtszeit? Also man wird ja dauerbelästigt mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel. den fand ich als Kind auch super. Aber so meine absoluten Favorites sind zwei Filme, die ich mir immer wieder gerne um die Weihnachtszeit anschaue. Der eine ist ein richtiger Klassiker, ein oller Schwarz-Weiß-Film, aber überhaupt nicht outdated, immer noch richtig spritzig, man kann richtig lachen. Der heißt The Shop Around the Corner vom Regisseur Lubitsch. Auf Deutsch heißt der Rendezvous nach Ladenschluss. Es geht um einen Laden, in dem zwei Leute arbeiten, die sich so heimlich ineinander verlieben. Es ist aber gar nicht das, was man erwartet. Es hat auch traurige Elemente, es gibt aber auch jede Menge zu lachen. Das Ganze ist so ein bisschen der Vorläufer von E-Mail für dich, aber finde ich wesentlich charmanter als E-Mail für dich und natürlich mit dem ganz besonderen Weihnachtsfaktor. Und dann mein zweiter Film, den ich immer wieder gerne anschaue, ist The Holiday von Nancy Meyers. Im Deutschen heißt der Liebe braucht keine Ferien. In den Hauptrollen Cameron Diaz und Kate Winslet. Kate Winslet spielt eine Londoner Journalistin, die absolut frustriert in der Liebe ist und eine Änderung in ihrem Leben haben will. Cameron Diaz spielt eine Filmcutterin oder beziehungsweise eine Trailercutterin in Hollywood, die absolut frustriert wegen der Liebe ist und ihr Leben ändern will. Und die beiden tauschen online ihre Wohnungen und die Trailercutterin geht nach England in dieses kleine süße Cottage von Kate Winslet und Kate Winslet geht in diese Wahnsinns-Hollywood-Wohnung und dieser Wohnungstausch wird für immer das Leben der beiden verändern. Ist wahnsinnige Weihnachtsromantik, sehr schön, sehr kitschig und tolle Musik von Hans Zimmer, die er auch immer mal wieder live präsentiert, weil es so beliebt ist. Viele Leute nehmen die Musik aus dem Film zu ihrer Hochzeit und das zeigt, wie verdammt romantisch der ist. Ja, danke Jörn für die super Tipps. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst und schaut euch sie während der Weihnachtsfeiertage an. Damit wären wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und ihr wisst jetzt, wie ihr euch filmtechnisch auf Weihnachten einstimmen könnt. Oh. Ein Weihnachtsbär. Ja, mit goldenem Herzen. Ja, das war es auf jeden Fall von uns. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken und ein Abo dazulassen und was ihr euch im nächsten Jahr für Filme wünscht, die wir dann hier in der Sendung besprechen. Auf jeden Fall frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr vom ganzen Süß-oder-Salzig-Team. Happy New Year! Bis nächstes Jahr!